Ja, Thema, wie von den Kollegen bereits angedroht, angekündigt, soll bei mir sein Hyper-V und DPM. Mal eine kurze Frage, wer von euch, von Ihnen kennt den DPM? Oh, das ist doch schon mal eine ganze Menge. Wer setzt den auch ein? Produktiv? Okay, das ist ein guter Durchschnitt. Ich kenne es in anderen Fällen dann doch eher noch geringer. Kurz was über mich. Ich heiße Benjamin Hüppeden. Bis Dezember war ich noch, so wie Udo das auch nennt, freier Mitarbeiter, freies Radikal und spezialisiert auf Microsoft Cloud und nebenbei auch als Trainer aktiv. Seit Januar diesen Jahres bin ich bei der Firma HC Stark in Goslar als Infrastrukturleiter tätig und habe da jetzt das Ziel, die größtenteils VMware-Infrastruktur ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Wenn später Nachfragen sind, die Folien stehen dann zur Verfügung, meine Kontaktdaten sind da drin. Was macht denn die Firma da Stark? Den Twitter-Händen? Bitte? Wie ist denn der Hintergrund von deinem Twitter-Händen? Als ich das damals eingerichtet hatte, hatte ich gerade das Buch gelesen und ich wollte zu der Zeit noch anonym bleiben und habe dann später beschlossen, ich ändere es jetzt nicht mehr, weil ich dann auch ein paar hatte, die da mir darauf schon geschrieben hatten, dann fand ich das etwas ungünstig. Sonst hätte ich vielleicht irgendwann mal in was Offizielleres geändert. Es hat auf jeden Fall nichts mit meinen Hygienegewohnheiten zu tun. Ja, Thema ist Data Protection Manager. Wer weiß, wie lange der schon am Markt ist? Ewig. Ungefähr? Ewig. Ewig ist etwas ungenau. Acht? 10 Jahre. Ungefähr 10 Jahre ist gar nicht mal so schlecht. Es ist sogar ziemlich genau. Wir haben seit September 2005, also fast 10 Jahre, haben wir den DPM in der einen oder anderen Form am Markt. Die aktuelle Version ist allerdings der DPM 2012 R2 Update Rollup 4. Update Rollup 5 steht direkt vor der Tür. Im Februar steht er. Genau. Danke. Was kann der DPM? Der DPM bietet uns grundsätzlich erstmal, wie viele andere Lösungen auch, ein zentrales Backup von Rechenzentren und von Außenstellen. Er ermöglicht uns eine beinahe kontinuierliche Sicherung von Dateien nach Blöcken, also wir reden von blockinkrementeller Sicherung, auf Platte. Backup to Disk ist da das Stichwort, was wahrscheinlich viele von euch, von Ihnen schon kennen. Eine sekundäre Sicherung auf Tape ist jetzt auch noch nichts Besonderes oder Ungewöhnliches. Und was ich finde ein sehr nettes Feature ist, was aber von vielen Unternehmen gerade in Deutschland aus Angst, aus in dem Fall auch nicht ganz begründete Angst, nicht so gern genutzt wird, ist die sekundäre Sicherung auf Azure. Ich kann also meine Daten, die ich primär gesichert habe, ja okay, ihr werdet es nicht in allen Fällen oder in vielen Fällen nicht machen können, dürfen. Ja, aber viele Fälle wird es euer... Ja. Also es ist auf jeden Fall eine sehr nette Option. Ihr könnt Daten, die ihr vorher auf auf Disk gesichert habt, auf Azure auslagern in einen Backup-Store. Und ich kann, das ist jetzt für die unter euch, unter Ihnen, die den Tivoli Storage Manager kennen und vielleicht ebenso sehr lieben wie ich. Es gibt eine zentrale Verwaltung, wenn ich mehrere Server habe. Ich benötige nur als Hilfsmittel den SCOM. Okay. Aber es ist... Der ist automatisch mitlizenziert. Danke, Carsten. Das ist ja. Welche Systeme unterstützen wir nativ? Ideen? Also Hyper-V setze ich jetzt mal voraus, sonst würden wir uns den Vortrag heute sparen. Systeme aus Redmond? Systeme aus Redmond ist schon mal eine gute Richtung. SQL? Exchange, ja. SharePoint. Es sind ein paar. VMware? Da komme ich nachher nochmal zu, aber das müssen wir ein wenig anders betrachten. Also, ja, VMware-Sicherung ist in gewissen, oder Sicherung von Workloads auf VMware, so ist es richtig. Genau, es ist momentan auch möglich, aber das Wichtige ist, das hatte Benedikt eben auch schon mal erwähnt, möglich heißt nicht gleich ist auch supported.
Also ihr könnt noch eine ganze Menge mehr machen. Ihr könnt auch VSS-Treiber für Oracle registrieren. Es ist möglich. Support ist eine andere Sache. Da wir uns heute nur mit der Sicherung von Hyper-V beschäftigen wollen, gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Das ist einmal das Offline-Backup und das Online-Backup. Offline-Backup ist, denke ich mal, klar, das kenne ich. Ich halte die Maschine an, sichere sie weg, starte sie wieder. Kann ich mit jeder beliebigen VM machen. Übrigens, Benedikt, das ist der Weg, wie du deine DOS-VM auch sichern kannst. Die Alternative mit Online-Backup hattest du vorhin ja schon festgestellt mit den Integrationsdiensten. Könnte ein bisschen schwerer werden. Bitte. Wie die VM wird pausiert, solange wie das Backup läuft? Die VM wird pausiert, solange das Backup läuft, ja. Bei was? Bei der Sicherung. Also es wird, die VM wird gestoppt, dann wird eine VSS-Sicherung der gestoppten VM durchgeführt. Und dann wird die VM wieder gestoppt. Wenn der Guest keinen Integration Service hat, also kein VSS hat, dann steht die so lange. Das ist genau der Punkt. Die VM wird gestoppt. Also du hast eine Downtime. Wir reden nicht von den Snapshots, die wir eben gesehen haben. Wir haben hier eine andere Technologie im Hintergrund. Wir verwenden direkt VSS. Also das, was jetzt in VNext durchaus auch für die Snapshots verwendet wird, liegt hier schon zugrunde. Also wir verwenden keine Hyper-V-Snapshots für die für das Backup. Okay. Das heißt, funktioniert dann nur mit neuen Betriebssystemen? Nein, das Offline-Backup kannst du jede VM mit sichern. Das ist jetzt der zweite Punkt. Beim Online-Backup habe ich ein paar Möglichkeiten mehr. Ich habe keine Downtime mehr. Wie gesagt, es basiert dann auf VSS. Die VM muss es unterstützen, das drinnen liegende Betriebssystem muss es unterstützen und es muss dafür entsprechend Integrationsdienste geben. Das Interessante dabei ist, seit DPM 2012 SP1 werden da auch Linux-VMs unterstützt und inzwischen ist das sogar eine ganze Menge an Distributionen, die wir online sichern können. Als DPM 2012 rauskam, war das eine Frage, die häufig kam: Wir können doch auch Linux virtualisieren. Warum muss ich die jedes Mal anhalten zum Sichern? Hat sich geändert. Die entsprechenden Integrationsdienste sind inzwischen direkt im Kernel untergebracht und eingeflossen. Und von daher habe ich die Möglichkeiten, auch eine Linux-VM nativ und online zu sichern. Ja, was sind die Voraussetzungen, damit ich überhaupt erstmal eine Sicherung mit DPM durchführen kann? Und was macht mir das Leben dabei vielleicht etwas einfacher? Bei einer einzelnen Maschine brauche ich einfach den DPM-Agenten. Bei einem Cluster brauche ich den DPM-Agenten auf allen Knoten, was soweit jetzt auch noch nicht verwunderlich ist. Da wir in einer Hyper-V-Umgebung eine etwas andere Voraussetzung haben, als wir es jetzt zum Beispiel bei VMware oder sowas haben, zum Beispiel einen Scale-Out-File-Server im Hyper-V-Umfeld mitverwenden, was heißt jetzt zum Beispiel in jedem Fall einen Scale-Out-File-Server einsetzen, benötigen wir auch dort einen Agenten. Weil die Disks liegen direkt auf den Scale-Out-File-Servern, werden von dort aus nur übertragen. Ich habe sie also nicht komplett und permanent auf den Hyper-V-Knoten vorliegen. Und ein Tipp, ich nehme an, einen Page-File brauche ich euch nicht zu erklären. Ich kann euch nur empfehlen, lagert das bei, das ist übrigens auch ein Tipp, den Benedikt in seinem Buch erwähnt, lagert beim Erstellen von neuen virtuellen Maschinen das Pagefile von vornherein auf eine eigene virtuelle Festplatte aus, standardisiert den Namen dieser Festplatte, nennt sie VM1-Pagefile und ihr habt die Möglichkeit, dieses Pagefile zwar bei der initialen Sicherung mitzusichern, aber später nie wieder. Sie wird nicht mehr weiter übertragen, weil welche Daten haben wir im Pagefile? Nur die, die wir momentan aktiv als Erweiterung des RAMs verwenden, also das, was unter Linux als Swap-Speicher benutzt wird. Was nützt uns das, wenn wir die Maschine eh neu starten müssen? Gar nichts. Es ist reiner Datenmüll, in dem Fall im Backup. Macht aber häufig 30, 50 oder sogar mehr Prozent des täglichen Deltas bei virtuellen Maschinen aus. Deswegen ist das in meinen Augen der wichtigste Tipp. Und auch definitiv eine Best Practice beim Erstellen von virtuellen Maschinen. Nicht nur für DPM oder für die Sicherung, sondern genauso für Hyper-V-Replica. Kann man dem Agent nicht irgendwie mitgeben, dass er das bitte aus dem
aufbauen? Das kannst du DPM nicht direkt mitgeben, nein. Also du kannst es DPM mitgeben, dass es auf einer separaten Disk liegt, aber du kannst ihm jetzt nicht sagen, such das Page-File, ignoriere es. Das ist leider nicht möglich. Das ist ein, ich weiß, das wird im VMware-Umfeld gerne gemacht von NetBackup und Co. Aber und Veeam kann es auch, genau. Aber das kann DPM nicht direkt. Aber wie gesagt, da es auch für Hyper-V-Replica und ähnliche Techniken durchaus sinnvoll ist, es von vornherein auszulagern, halte ich es für ein relativ einfach umzusetzendes Best Practice, wenn ihr eh vom Neudesign eurer Templates steht. Wenn ich blau anlaufe, sagst du nochmal Bescheid. Ja, wie sieht das aus, wenn ich eine Hyper-V-VM sichere? Ja, man kann es einigermaßen von dort aus sehen. Ich habe sogenannte Schutzgruppen. Ich zeige es nachher, da Carsten auf seinem Rechner dankbarerweise auch TeamViewer hat, zeige ich es nachher nochmal ganz kurz in einer lebenden Umgebung oder in einer Demo-Umgebung. Ich suche mir aus meinen registrierten Quellen unter Hyper-V die Maschinen aus, die ich sichern will. Hier sieht man auch, bei einigen steht davor offline, da sind keine Integrationsdienste installiert oder sie sind auf einer Version, die nicht unterstützt wird. Und bei anderen steht davor direkt online. Die kann ich also jederzeit im Betrieb ohne Downtime sichern. Die selektiere ich mir, gebe einen Namen für diese Schutzgruppe an und sage, was möchte ich denn sichern? Ich möchte eine kurzfristige Sicherung auf Festplatte und hier ist auch dieses kleine, die kleine Wolke, ich weiß nicht, ob man die von hinten einigermaßen erkennen kann, bedeutet I want online protection. Ich möchte eine Sicherung online. Online heißt in dem Fall Azure. Wenn eine Tape Library angeschlossen ist, kommt hinzu noch Long-Term Protection. Da sind dann Mechanismen möglich, die ihr aus klassischen Sicherungsmedien auch schon kennt oder klassischen Sicherungsmethoden, also Großvater, Vater, Sohn, Prinzipien und ähnliches. Muss es eine Library sein oder kannst du auch ein Single-Laufwerk sein? Du kannst auch ein Single-Laufwerk sein, nehmen, aber ich sag mal, gerade wenn du viele virtuelle Maschinen sicherst, hast du meistens auch einen entsprechenden Platzkapazitätsbedarf und dann kommt eine Library doch häufiger vor. Aber du kannst auch eine virtuelle Library verwenden. Geht eine Library? Ja, grundsätzlich geht die. Ein kleiner Tipp, immer mal auf die Supported Library-Liste gucken, die ist direkt im Technet zu finden. Aber so die Standardmodelle wie Scala i500 oder i2000. Bitte? Libraries. Ja, aber Standardmodelle. Ja, Standardmodelle, die meisten als Emulation unterstützen in dem Fall. Also eine Scala und ähnliches wird dort auch unterstützt. Das, was noch ein bisschen eine Herausforderung darstellt und beziehungsweise bis R2 grundsätzlich unmöglich war. Achso, das ist jetzt dein Rechner. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch Skype eben noch ausgemacht. Das, was bis 2012 SP1 inklusive auch noch unmöglich war das Verwenden von Fiber Channel. Das lag aber auch daran, dass wir keinen virtualisierten Fiber Channel an der Stelle unterstützen. Kommen auch noch Messages rein, das ist natürlich auch blöd. Ja, manchmal etwas hartnäckig. Ja, wieder in den Modus. Genau. So. Danke. Anschließend spezifizieren wir unsere Ziele für die Sicherung, beispielsweise 5 Tage, 10 Tage und wie oft wir am Tag ein sogenanntes Express Full Backup anlegen wollen. Wer kann mit dem Begriff was anfangen? Eins. Express Full Backup. Express Full Backup, ja. Express hört sich schnell an. Ne? Express klingt gut, ne? Okay. Einer. DPM sichert, wie ich gesagt hatte, immer blockbasiert und inkrementell. Das heißt, wir haben nicht, wie ein eingangs genanntes Produkt von der Firma IBM, eine tägliche volle Sicherung unserer Datenquellen,
sondern wir haben einmalig am ersten Tag eine einzige Vollsicherung. Danach nie wieder. Always incremental ist ein Stichwort, was da vielleicht bekannt ist. Das heißt, diese Inkremente laufen nach und nach rein. Ich möchte aber Sicherungspunkte wiederherstellen können und nicht mir 25.000 Inkremente plus das Basisabbild wiederherstellen. Diese werden täglich oder beziehungsweise zu spezifizierten Zeitpunkten zu einem sogenannten Express Full Backup wieder zusammengefasst, was dann auch das wäre, was ich zum Beispiel auslagere nach Azure. Naja, nach Azure wird das dann wieder blockbasiert ausgelagert, aber zum Beispiel auf dem Tape wird es jedes Mal dann voll geschrieben. Also die Sicherung nach Tape, ein Tape-Out, ist in dem Fall immer wieder ein Voll-Backup. Dazu noch Fragen oder soweit klar? Soweit so unklar, gut. Die Sicherung der Daten im Hintergrund, die passiert permanent. Das ist das, was ich am Anfang sagte, beinahe kontinuierlich. Wir haben einen stetigen Datenstrom, je nach der Datenquelle wird permanent synchronisiert oder in festen Rhythmen oder in dem Fall halt bei Hyper-V vor jedem Express Full Backup. Bernhard. Also jetzt nochmal für kleine Microsofties. Jetzt nochmal für kleine Microsofties, ja. Dieses Backup, das du hier angesprochen hast, dieses Full Backup oder Full Express Backup. Express Full Backup, ja. Ist es jetzt ein volles oder brauche ich dazu das allererste? Das allererste wird verwendet für die Erstellung dieses Backups. Aber ich lege jetzt nicht im Speicher nochmal ein volles ab, sondern ich habe tatsächlich nur das allererste und die dann dazugehörigen Inkremente und dann eine Sammlung von Metadaten, die mir sagen, das nimmst du und dann nimmst du die Inkremente dazu und baust dir das so zusammen und dann hast du ein volles Backup. So ungefähr, vereinfacht ausgedrückt. Es existiert in der Datenbank, genau. Also es existiert, solange du es nicht auf Tape auslagerst, existiert es niemals in einer vollen physischen Version. Okay, aber wenn ich das Ding jetzt auslagern würde, dann hätte ich ein volles... Dann hättest du ein volles Backup. Also vom Tape könntest du diese VM nehmen und so wiederherstellen. Was passiert, wenn der Speicherplatz auf dem Datensicherungsmedium voll wird? Irgendwann wird er ja voll. Wenn ich ja immer nur die speichere. Irgendwann ist der voll. Ich gebe aber auch an, wie viele Inkremente ich sichern möchte. Und er macht dabei durchaus eine Garbage Collection. Das heißt, alles, was ich dann nicht mehr haben will, das wird aussortiert im Rahmen auch dieser Erstellung der Express Full Backups. Also ich speichere jetzt nicht unendlich Inkremente auf Disk. Okay. Ich kann nur eine begrenzte Anzahl an Snapshots oder Wiederherstellungspunkten, Recovery Points, den Begriff kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Betriebssystem, wiederherstellen. Und alles, was älter ist, das ist einmal mit dem ursprünglichen Image gemerged worden im Rahmen der Erstellung dieser Express Full Backups. Würde er das auch automatisch machen? Das heißt, wenn jetzt der Speicherplatz zur Neige geht, dass er älter ist? Das macht er automatisch. Also dieses Aufräumen macht er permanent und automatisch. Das heißt, du hast deine Anzahl an... Wenn ich jetzt sage, ich möchte 100 Stück haben, aber der Speicherplatz würde nur noch 74 ausreichen... Dann kriegst du eine Fehlermeldung beim Erstellen im nächsten Schritt. Okay, würde es also nicht automatisch bereinigen? Nein, wenn du versuchst, das so anzulegen, weil er schaut sich von vornherein beim Erstellen der Partitionen an, wie groß ist dein zu sicherndes Medium, was erwartest du an Delta? Ich meine, klar, es kann immer mal sein, dass du drüber läufst, dann versucht er das zu vergrößern. Weil wir reden im Hintergrund von virtuellen Festplatten, die verwendet werden, oder Partitionen, die verwendet werden, die auf dem Sicherungsmedium erstellt werden, also klassischen Volumes in Microsoft, die erstellt werden, die er zum Speichern verwendet. Und die werden im Zweifelsfall on the fly vergrößert. Irgendwann kommt mit Sicherheit der Punkt, wo du deinen Storage-Pool vergrößern musst. Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt den Pech habe, es werden zu viele Deltas geschrieben, er braucht mehr Platz, kommt aber keinen mehr, weil endgültig physikalisch kein Platz mehr da ist, würde die Datensicherung stehen bleiben. Dann würdest du eine Fehlermeldung kriegen. Die Fehlermeldung würdest du aber bei jedem anderen Speichersystem oder Backup-System an der Stelle auch kriegen. Das ist eine normale Sicherung, kriege ich auch noch wieder. Genau. Also das... Das Verschöne ist ja, weil ich so viele Inkremente des Devs habe, bekomme ich die Warnung relativ früh. Ne? Genau. Ich kann relativ früh abschätzen, hoppla, das kommt mit den Anzahlen der Herzen, die ich angegeben habe, jetzt sind noch 360 hin, weil jetzt ich dabei, die andere Also sobald er das erkennt, wie Benedikt sagt, wird er dir eine Warnung auswerfen
wenn er nicht mehr vergrößern kann, wenn der Pool ans Ende kommt, oder er in einem Maße vergrößern muss, was ungewöhnlich ist. Also wenn er jetzt deutlich ansteigen muss, was er eigentlich nicht machen würde in dem Maße, dann würde er dir auch eine Warnung liefern. Okay. Gut. Wie viel ist das, das deutlich ansteigen? Weil manchmal ist wirklich das Differential so groß, dass der Backup-Job fehlschlägt. Dann starten wir halt den Backup-Job nochmal und dann läuft es durch. Er steigert es, jetzt muss ich kurz, dass ich nicht Blödsinn erzähle, 5%. Und das versucht er dreimal hintereinander und wenn das nicht reicht, dann bricht er ab. Dann kriegst du eine endgültige Fehlermeldung. Bitte? Einmal im Monat ist so ein, zwei Volumes. Wenn du, ja, also wo es vorkommen kann, ist zum Beispiel zu, einmal im Monat zum Patch Day, ja. Wenn du dann einen riesen Batzen dort hineingeladen kriegst. Das wird pro Volume ist das. Pro Sicherungsquelle. Du hast da denn die Möglichkeit, bei VMs zum Beispiel diese gemeinsam in einen Pool auszulagern, in eine Sicherungspartition? Wir haben x VMs in einer Gruppe und da schlagen dann eine Fehler und sagt, das Recovery-Man wollte den Freistand aus und trigger ich den Job nochmal an und dazu. Er versucht es dann automatisch, wenn du nochmal antriggerst, einfach darauf klickst und sagst, versuch es nochmal, dann geht er in dem Moment auch hin und schaut, ob er den Platz vergrößern kann. Wenn das dann nicht funktioniert, dann würdest du noch eine Fehlermeldung kriegen. Und wenn das nicht reicht, dann hast du die Möglichkeit, den Platz auch manuell aufzubohren. Ja. Nachdem du eine Disk nachgelegt hast oder eine weitere Lune hinzugefügt hast. Es gibt aber auch da eine physische Grenze. Wenn du über 160 Terabyte insgesamt kommst, also mit Recovery Point Volume und Initial Backup, dann ist zu Ende. Mehr kann ein einziger Server nicht verwalten. Allerdings haben wir bei einem Hyper-V-Cluster die einmalige Möglichkeit, im Gegensatz zu anderen Sicherungsmöglichkeiten, die DPM unterstützt, mehrere DPM-Cluster auf eine Datenquelle loszulassen. In einer größeren Umgebung ist das ganz schnell erreicht. Und spätestens dann braucht ihr auch ein SCOM, um irgendwie eine zentrale Ansicht zu haben. Mehrere DPM auf eine Datenquelle? Auf einen Cluster. Ein Hyper-V-Cluster, das ist die einzige Datenquelle, die das unterstützt. Du kannst nicht auf eine Exchange DAC mehrere DPMs loslassen oder auf... Geht das? Bitte? Seit wann geht das? 2012. Genau. Das ist seit 2012 möglich. So, dann sage ich ihm noch, wann ich ein... sogenannten Konsistenzcheck laufen lassen möchte. Hat einer von euch eine Idee, was ein Konsistenzcheck ist, außer Andreas, der es wahrscheinlich weiß? Eine Idee. Er guckt, dass er aus den Incremental Backups ein vollwertiges Wimmel jetzt sicherstellen kann. Richtig. Das Ziel, was wir hier haben mit VSS im Hintergrund, ist, dass wir immer eine applikationskonsistente Sicherung anlegen können. Oder wenn wir nicht die Möglichkeit haben, wenigstens eine dateikonsistente Sicherung anlegen können. Und wenn er merkt, dort sind Fehler, dann versucht er, dies wieder herzustellen. Und dann erzeugt er im Zweifelsfall, das ist die einzige Ausnahme von der Regel, die ich vorhin genannt habe, im Zweifelsfall zieht er sich dann nochmal die kompletten Daten, um einen Abgleich seiner Daten zu erreichen. Kleiner Tipp, den oberen Haken bitte nicht setzen. Außer ihr mögt viel Last auf eurem DPM-Server und vor allen Dingen auch auf euren Hyper-V-Servern. Weil in dem Moment greift er wirklich aggressiv drauf zu, macht VSS-Snapshots von allen euren Volumes, die betroffen sind und synchronisiert diese Daten. Das heißt, nicht automatisch dann, wenn ein Replikat inkonsistent wird, sondern lasst ihn sowas dann nachts machen, ein normaler Check. Ist da nicht wirklich schmerzhaft und begrenzt es auf eine feste Zeit, sodass es nicht eure produktiven Zeiten betrifft. Also ich habe jetzt hier ein Zeitfenster, was die meisten Betriebe, die nicht rund um die Uhr tätig sind, nicht sonderlich schmerzt, von 2 bis 8 Uhr nachts. Also für mich, ich bin ITler, 8 Uhr morgens ist definitiv noch tiefe Nacht. Da ist das ein angenehmeres Fenster als manch andere. Dann, ja, bekomme ich natürlich noch eine Zusammenfassung, die mir sagt, was ich jetzt entschieden habe und habe damit meine Sicherung abgeschlossen. Es wird mir dann auch angezeigt,
Solange das hier hinten grün ist und okay da steht, nehme ich an, brauche ich nicht weiter zu erläutern, haben wir einen aktuellen Stand von der Maschine. Sollte da etwas stehen wie Replika inkonsistent oder ähnliche Meldungen, dann habt ihr dort an der Stelle schon die Informationen, hier müsst ihr eingreifen. War das jetzt übermäßig kompliziert vom Erstellen? Eine Frage, also was mich bei DPM immer verwirrt, wenn ich nicht durchsteige, ist die Partition, die er anbietet. Du hast vorhin mal was von VHD erwähnt, ich denke, das war ein Versprecher. Das war ein Versprecher, tut mir leid. Aber genau. Er geht hin, genau. Wir müssen DPM Block Storage zur Verfügung stellen, also tunlichst nichts fertig Partitioniertes als NTFS oder was auch immer und darauf dann was auch immer wieder anlegen, sondern ja, das war vorhin ein Versprecher, weil Microsoft in PowerShell auch von Virtual Disks redet bei den Partitionen. Wir müssen dort gar nichts machen, wir stellen ihm die Block Storage zur Verfügung und DPM ist da ja, sehr großzügig mit dem Erstellen von Volumes. Und das ist auch eine der weiteren Einschränkungen, weswegen die eben genannte Collocation auch hilfreich ist. Windows unten drunter kann bis zu 600 und ein paar zerquetschte von diesen Volumes verwalten. Er erzeugt pro Datensicherung oder pro Sicherungsziel, solange wir keine Collocation einstellen, immer zwei Volumes. Eins für das initiale Replikat und eins für die Wiederherstellungspunkte. Das heißt, wenn wir 300 Datenquellen haben, keine Collocation aktiviert haben, dann ist irgendwann bei 300 und ein paar zerquetschten Schluss. Das ist eine Einschränkung von Windows, nicht von DPM, aber wir setzen mit DPM komplett auf native Mechanismen in Windows. Wäre dann eine VM eine Datenquelle? Ohne Collocation wäre eine VM eine Datenquelle, ja. Genau. Also für einen Rechenzentrumsbetreiber irgendwann einfach nicht mehr interessant, weil ich habe viele kleine VMs und kann davon gerade mal 300 sichern mit einem Server. Das heißt, ich brauche eine sehr große Anzahl. Aber da hilft uns die Collocation. Das heißt, gerade wenn wir kleine VMs haben und in der Summe noch unter den 160 Terabyte Gesamtvolumen bleiben, haben wir da wunderbar die Möglichkeit, mehrere VMs in ein Paket zu schnüren und gemeinsam in solchen zwei Partitionen abzulegen. Fragen zur Sicherung soweit? Wie gesagt, ich möchte es nachher noch mal kurz zeigen, aber die Wiederherstellung. Naja, da die Sicherung jetzt so einfach war, muss die Wiederherstellung ja eigentlich hochkomplex sein. Naja, oder auch einfach. Das ist das Beste an der ganzen Wenn man einmal verstanden hat, beim Erstellen bekümmert sich, wir haben hier am Anfang gesehen, wir erstellen sogenannte Schutzgruppen. Entschuldigung, noch eins weiter. Wir erstellen Schutzgruppen. Sobald wir die erstellt haben, die Schutzgruppen, können wir die auch schon wieder vergessen. Die sind beim Sichern relevant. Für die Wiederherstellung interessieren sie uns nicht. Die braucht er dafür gar nicht. Die Schutzgruppe ist für dich da, damit du ihm sagen kannst, oder damit du Sicherungspolicies zusammenfassen kannst. Das heißt, eine Schutzgruppe gleich eine Sicherungspolicy. Nicht eine Schutzgruppe gleich eine VM oder ein Host. Muss nicht zwingend sein. Das ist auch, gibt es ja irgendwie Best Practice, oder ich kann eigentlich alle, was ich schon 500 VMs in so einem Cluster habe, kann ich, wenn ich immer dieselbe Policy fahren will, die 500 VMs. Also ich streue 5 auf den einen DPM in der Schutzgruppe und auf dem anderen DPM dieselbe Schutzgruppe in der Art. Kannst du grundsätzlich machen, ja. Nein, also ich habe echte Best Practices. Ein Nachteil bei DPM, den ich leider erwähnen muss, ist der sich aber momentan rapide wandelt, ist die bis 2012 R2, UR2 miserable Dokumentation im Technet und auch anderswo. Seit UR2, das heißt seit letzten Sommer, ändert sich das rapide. Wir haben auf einmal Informationen im Technet zu DPM und nicht nur zum DPM 2006, 2007 und 2008, sondern zu aktuellen Versionen. Weißt du, woher das kommt? Du hast gequengelt? Nee, weißt du, woher das kommt? Dass die da jetzt. Sie
DPS setzt DPM ein. Ja, wahrscheinlich. Bringt also extreme Vorteile in dem ja. Produkt, ab Uhr 3. Genau. Sie möchten halt, Sie merken halt, dass Ihre eigene Dokumentation auch ihre Lücken hat, ja. Ja, wie nennt sich das so schön? Eat your own dog food. Es hilft. Wir sehen es ja auch bei Windows 10 und anderen Produkten. Heike Ritter hatte auf der Technet-Konferenz sehr schön erzählt, immer wenn die irgendwo gegen die Wand laufen mit Windows 10, meckern sie gleich bei der Produktgruppe die Kollegen. Und als Ergebnis kommt die Version, die bei uns als Preview-Nutzer ankommt, als Windows-Insider, die ist schon ein bisschen stabiler als die, die vorher die Kollegen von Windows, von Microsoft haben testen dürfen. Das betrifft dann hauptsächlich die Kollegen im Evangelisierungsteam, also die Missionare bei Microsoft. Und ähnliche, also die aktiv beim Kunden arbeiten, die habe ich bisher trotzdem immer nur mit Windows 8.1 rumlaufen sehen. Oder ist das anders, Bernhard? Meistens. Er hat auch Data Center gemacht. Eine Frage. Bitte. Aber aktuell ist es so, dass ich nur die ganze Maschine sichern kann und nicht nur eine C-Platte bekomme. Du kannst nur die ganze Maschine sichern. Also ja, das ist ein, also zumindest solange du es supported haben möchtest. Ich hatte eingangs die Pagefile Exclusion genannt, also die Möglichkeit, die Pagefile Disk auszulagern. Das kannst du auch vergewaltigen. Und das sage ich bewusst so, um eine Workload Disk zum Beispiel oder eine andere Platte auszulagern. Tu es nicht. Es ist nicht supported. Du kannst machen, was du willst. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Du kannst, wenn du jetzt nur die Workload oder sowas haben willst, dann haben wir die anderen Möglichkeiten wie File-Server-Sicherung, Exchange-Sicherung und ja. Bei verschiedenen Workloads ist das auch die bessere Methode. Also zum Beispiel bei SQL würde ich die Datenbank sichern, weil mich der Server außenrum, ein SQL-Server wiederherzustellen, ist eine Sache von 2 Minuten. Die Datenbank, die da drin ist, ist das, was mir wichtig ist. Vor allem, wenn wir da Cluster hinter haben, interessiert mich nur noch die Datenbank, weil den Cluster skaliere ich gerade mit einem VMM, stelle ich einen neuen Knoten bereit. Was interessiert mich da denn die VM außen drum? Oder ich sag mal, das Interesse an der VM ist deutlich geringer. Aber grundsätzlich, ich kann nicht sagen, lass die D-Platte weg oder lass die C-Platte weg. Das ist technisch zwar machbar, aber nicht unterstützt. Ja, die Wiederherstellung einer VM funktioniert ein wenig anders, als man erwartet hätte nach der Erstellung dieser Schutzgruppen. Wenn ich jetzt auf Recover gehe, sehe ich auf den, oder beziehungsweise auf den Arbeitsbereich Recovery sehe, sehe ich auf einmal meine Domäne, darunter meine Cluster oder virtuellen Server, meine Hosts, meine SQL-Server, aber ich sehe nichts mehr von diesen Schutzgruppen. Keinerlei Informationen mehr darüber. Das heißt, ich gehe hier dann einfach durch, ich browse dort durch einen Baum innerhalb meiner Domäne oder auch außerhalb der Domäne, ich kann auch nicht dominisierte, dämonisierte, nicht in der Domäne befindliche Maschinen sichern und suche mir meine Datenquelle raus. Ich habe mir hier jetzt beispielsweise mal meine CA zu Hause, mit der ich immer rumspiele, rausgesucht. Man sieht hier dann einen Kalender. Ich weiß nicht, ob man es von hinten noch erkennen kann. Da sind ein paar Zahlen etwas fetter gedruckt. Udo, kannst du das noch sehen von da? Ja? Die 17 zum Beispiel, genau, ab 17 aufwärts. Das heißt, diese Daten habe ich zur Verfügung, um wiederherstellen zu können. Bei den Daten, wo nichts fett gedruckt ist, gibt es keine Recovery Points. Da kann man hier auch schon vermuten, ich sichere also 1, 2, 3, 4, 5 Tage zurück. Dann habe ich hier oben ein kleines Dropdown-Menü, da kann ich mir dann auswählen, wenn ich mehrere Sicherungspunkte angelegt habe, mehrere Wiederherstellungspunkte, welchen von diesen Wiederherstellungspunkten ich wiederherstellen möchte. Und dann klicke ich hier oben auf Recover. Einen Fehler darf man bei der Wiederherstellung einer VM an der Stelle nicht machen. Bitte klickt nicht hier unten auf eine der Disks. Sonst ist das nicht das Ergebnis, weil ja, also dann haben wir das Gegenstück zu dem, was du machen willst. Du hast zwar immer noch alles gesichert, aber du hättest nur die C-Platte wiederhergestellt oder die D-Platte oder nur das Page-File. Wobei das letzte dann ein bisschen an Sinnhaftigkeit verlieren würde. Ja, es öffnet sich zur Abwechslung wieder ein Dialog. Der sagt dir nochmal, was du gerade ausgewählt hast und dann stellt er dir ein paar Fragen. Wohin möchtest du das wiederherstellen?
In der Regel, wenn mir nur die VM kaputt gegangen ist, bitte an den originalen Ort, überschreib alles, was du dort findest und stell sie dort wieder her und starte sie dann bitte auch später wieder. Ich möchte die VM wiederherstellen, weil ich eine Analyse der Daten durchführen möchte. Dazu möchte ich nicht unbedingt meine bestehende VM zerschießen. Ich habe also die Möglichkeit, das auf jedem beliebigen anderen Host wiederherzustellen. Ich kann auch einfach nur die VADs, VADX-Dateien und VM-Dateien in einen Netzwerkordner wiederherstellen. Oder, das ist an der Stelle etwas irritierend, ich kann es auf Tape wiederherstellen. Also ich kann die Daten auf ein Tape kopieren. Man sieht allerdings an der hübschen grauen Farbe, dass ich an meiner Testmaschine keine Tape-Library angeschlossen habe. Dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, warte mal, um die Zeit sind gerade alle am Arbeiten aktiv. Ich möchte jetzt nicht alle Bandbreite, die ich habe, weil ich habe dummerweise nur ein 1-Gig-Netzwerk. Bei mir ist es nicht so großzügig ausgebaut. Ich möchte jetzt nicht alle Bandbreite, die ich habe, dafür verwenden, um diese VM wiederherzustellen, weil dann kommt gleich... kommen gleich alle Kollegen angerannt und werden sehr unglücklich sein und Worte benutzen, die ich nicht hören möchte. Das heißt, ich kann dann hier an der Stelle direkt ein Bandwidth-Throttling einstellen, um zu sagen, bitte nur mit 128 Kbit, ich habe halt 3 Tage Zeit für die Wiederherstellung von meiner MS-DOS-VM. Oder halt, wenn ich dann 10 Gig zur Verfügung habe, das trotzdem auf 5 Gig einzuschränken, damit die anderen auch noch weiter arbeiten können. Bitte? Ich habe dich akustisch nicht. Was geht denn so an Rücksicherungsperformance? Würden 10 Gigabit gehen, wenn mein Storage das mitmacht? Unterstützt das SMB? Das ist jetzt eine Frage an dich als SMB-Spezialist. Kommt auf die Version an? Genau. Benedikt sagte, ich sollte dich nicht zu viel reden lassen. Genau. Nein, grundsätzlich, wir haben da auch für das Rückkopieren. Wir haben noch für die Aufzeichnung mit voll Herrn Carsten Rachfall von der Rachfall IT Solutions. ja, an der Stelle haben wir SMB. Also wir kopieren die Daten aus dem Storage dann direkt zum Ziel. Wenn das unten drunter unterstützt wird und ich die Möglichkeiten habe, so schnell die Daten zu ziehen, dann geht es. Aber meistens, also ich habe es noch nicht gesehen, dass er wirklich 10 Gig auslastet. Das... zeitliche Einschränkung kann man nicht machen, oder? Dass man sagt, fangen die Datensicherung jetzt heute Abend um 6 Uhr an und morgen früh möchte ich sie dann haben? Nicht an der Stelle. Genau, ein Punkt ist absolut richtig. Das Zauberwort wäre einmal Orchestrator, alternativ PowerShell. Du schreibst den Skript, setzt da rein, warte bis 18 Uhr oder ein Scheduled Task. Um 18 Uhr geht das dann los und dann macht es. Also alles, was wir hier gerade tun, können wir genauso über PowerShell automatisieren. Wir reden von 2015. Das ist alles, also beziehungsweise in dem Fall halt Version 2012 R2 UR4. Da ist das überhaupt kein Problem. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit hier zu sagen, stell mir die heute Abend um 18 Uhr wieder her. Ich muss nochmal rückfragen, sorry, bevor der Christoph kommt. Du sagst, es ist SMB3, das heißt, er spricht SMB3 mit dem DPM-Agenten? Nein. Nein. Da habe ich das falsch verstanden. Für den DPM-Agenten an der Stelle nicht. Der spricht nicht nativ mit dem DPM-Agenten an der Stelle SMB3, das ist richtig, jetzt wo du es sagst. Ich denke, du hast wahrscheinlich schon irgendwo eine Begrenzung. Ja. Ich habe mal gehört, 1 Gigabit wäre das Maximum. Ja. Deswegen war ich auch gefragt, nur du hast recht. Gigabyte nicht zurückgesichert haben. Du hast recht, tut mir leid, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Andreas, weißt du, welches Protokoll da dir wirklich hinterliegt? Ja. Nein, fürs Protokoll, nein, wir verwenden kein SMB3. So ein DPM-Agent nur 1 Gigabyte. Ja. Ja. Es liegt aber auch mit am Agenten und am VSS hinten drin, hinten hinter. Ja, so ja, vor 10 Jahren wäre es ein Hammer. Wenn ihr da 1 Terabyte wird die Maschine zurück bis dort, da kommt es schon drauf an, wie viel Bandbreite da benutzt. Dann bei dem Backup-Team, wenn wir im Scale-Out-File-Server benutzt, wandert ja der Traffic einmal vom Scale-Out-File-Server, der schon halt per in den DPM. Ein bisschen lauter. Wenn man Scale-Out-File-Server benutzt, ja. Dann wandert ja der Backup-Traffic beim Backup-Team vom Scale-Out-File-Server durch den Hyper-V in den DPM. Ist das beim Zurück auch so? Ja. Derselbe kleine Wandert. It's a feature. Ja. Ja.
ja. Letztendlich der Traffic vom Hyper-V zum Scale-Out teilt, aber es ist ein B3.0, das heißt, es interessiert eigentlich. Die Bandbreite ist in der Regel vorhanden. Ja. 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 Ich stelle mal sicher mal 10 Gig. Am liebsten 10 Gig vom DPM in den Source. Du hast, wenn du unten drunter nur einen einzigen Storage einsetzt, also wenn du jetzt wirklich in Storage eine Sicherung anlegst, dann hast du die Möglichkeit, das zu optimieren und ein Storage Recovery durchzuführen und auch eine Storage Sicherung. Das beschleunigt das Ganze. Aber wenn du jetzt eine echte Datensicherung davon haben willst, also nicht nur für ein Fast Recovery, falls dir die Maschine mal kurz kaputt geht, dann musst du es trotzdem noch auslagern. Und an der Stelle ist spätestens dein Flaschenhals. Wenn die VM nicht an die gleiche Stelle, also in den originären Platz zurückgesichert wird, sondern quasi gedoppelt wird, hat die dann die gleichen Netzwerkeinstellungen? Die wird identisch so wiederhergestellt, wie du sie hattest. Ja. Also wenn. Aber man kann sie dann nicht beide gleichzeitig hochfahren. Doch, in der GRE, in der gekapselten Umgebung. In einer gekapselten Umgebung, wie gesagt, meistens, wenn du sie auf einen getrennten Host wieder startest, dann ist das entweder ein Host, der gar nicht in deinem normalen Netz mitspielt oder ähnliches. Also das ist dann schon möglich. Ja. Aber es ist richtig, das sind Sachen, die man dabei beachten sollte. Ist aber dann relevant, wenn ich jetzt die tatsächliche Maschine noch im Betrieb habe und nicht für Analysezwecke, was ich bei SQL-Datenbanken ja hin und wieder habe, eine alte Version nochmal parallel starte. Das wäre ja ein Fall, wenn du eine VM klonst, also dafür ist ja das Backup dann eigentlich nicht gedacht. Ne? Also das bleibt ja dann noch. Naja gut, wenn ich die Version von gestern jetzt nochmal brauche irgendwo für oder von letzter Woche. Das ist ja der Fall, wo ich dann, wenn ich einen Klon von der momentan laufenden VM mache ich nicht über ein DPM. Meine ich jetzt, ja. Geh mal an die AD, du hast plötzlich nur zweimal die Maschine mit den gleichen Informationen. Genau. Also diese Implikation sollte man immer im Hinterkopf haben, dass ich, wenn ich das mache, eine Maschine wiederherstellen an einem anderen Ort, während das Original noch am Laufen ist. Das ist aber auch egal, welche Sicherungstechnik ich verwende, dass ich mir Gedanken darüber mache, womit spricht die? Soll die das? In der Regel nein. Das heißt, wie schotte ich sie ab, sodass nur ich direkt mit ihr spreche? Da die Maschine im abgeschalteten Zustand wiederhergestellt wird, ist das einfachste, Netzwerkkarte virtuell entweder deaktivieren oder ausstöpseln und dann schauen, was passiert. Und sich dann die Maschine anschauen. Auch hier bekommen wir nochmal eine Zusammenfassung. Er sichert uns eben alle Daten, die wir mal gesichert haben. Ich sehe gerade, von der Maschine hatte ich wohl mal Snapshots angelegt. Sven. Bei einem Restore pumpt der die VM dann auch direkt in den Hyper-V-Manager das Ziel-Host, ja. Ja. Also es ist nicht so, dass ich dann erst einen Import machen muss. Nein. Weil da fragt er mich ja dann sowieso, du hast nein, du kannst die Netzwerkkarte oder so. Wenn du aus dem Cluster rausgesichert hast zum Beispiel auch, kannst du sie direkt in den Cluster wieder reinpumpen. Also sie ist danach auch wieder hochverfügbar. Das ist klar. Ich meinte jetzt, wenn du zu einem anderen Ziel-Host gehst. Also einen anderen Ziel-Host. Ja. Ja, da wird sie auch im Hyper-V-Manager mit. Sie wird nicht gestartet. Sie wird nicht gestartet. Das in keinem der beiden Fälle. Okay. Sie bleibt shutdown. Genau. So. Das wäre der ganze Wiederherstellungsprozess. Dazu grundsätzlich nochmal Fragen. Also wie ich finde, ist auch der relativ einfach, wenn man im Hinterkopf behält, dass die Schutzgruppen, die man mal angelegt hat, eigentlich an der Stelle nicht mehr eine große Rolle spielen oder gar keine Rolle mehr spielen. Bitte? Mit der VM-Sicherung Item Level Recovery, doch. Ich kann Item Level Recovery machen, aber der kann nicht in die Original-VM zurück, nein. Das mache ich an einen Netzwerkort, wobei ich da natürlich indirekt auch die Original-VM angeben kann als UNC-Fahrt, wenn ich dort reinkomme übers Netzwerk direkt. Also den Weg kann ich wählen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, stell mir die TXT-Datei von D schräger so und so an der Stelle auch genau in der ursprünglichen VHD wieder her. Nein. Ist auch nicht unbedingt immer zu empfehlen, weil du weißt nicht, ob die Datei gerade im Original im Zugriff wäre. Ich hatte es eben schon mal bei der Wiederherstellung erwähnt. Wir haben die Möglichkeit, diese Bandbreitenbeschränkungen, so ist das deutsche Wort für Throttling, auch eben auch für jeden Agenten einzeln einzustellen. Was dann interessant ist, wenn ich mit Außenstandorten rede. Ich habe vielleicht bei mir im Rechenzentrum 10 Gig Backbone. Ist schön, da interessiert mich so eine Einschränkung nicht bei der Sicherung. So große Pakete werden außer bei der initialen Sicherung nicht erstellt. Jetzt sichere ich aber von einem entfernten
Standort meine Daten. Beispiel ist, ein Kunde von mir hat 32 Außenstandorte. Das ist der Kunde, über den wir uns nachher noch mal unterhalten wollen. Da 32 Außenstandorte. Die haben teilweise nur 2 Megabit oder 10 Megabit MPLS-Leitung. Wenn ich dort eine volle Sicherung starte, dann sollte ich damit rechnen, dass die Mitarbeiter die nächsten 2 Tage Urlaub machen. Ich kann die MPLS-Leitung nicht auf 2 Megabit begrenzen. Ich kann nur den Service, der auf der Leitung läuft, auf 2 Megabit begrenzen. Grundsätzlich habe ich aber nur eine 2 Megabit-Leitung auf Basis eines MPLS-Netzes. Ja, okay. So ist richtig, ja. Nein, die haben MPLS und haben darauf 2 Megabit, 10 Megabit, danke. Da habe ich die Möglichkeit, den Traffic zu beschränken. Und zwar sowohl während der Arbeitszeiten, da möchte ich, dass die komplett runtergefahren wird oder weitestgehend runtergefahren wird, in dem Beispiel hier mit 128 Kbit. Und außerhalb der Arbeitszeiten kann die auch mit 9999 Mbit pro Sekunde fahren oder halt 9 Mbit pro Sekunde, je nachdem, was ich möchte, was ich noch an Background-Traffic brauche. Und ich kann auch genau angeben, was sind denn meine Arbeitszeiten dort vor Ort. Ich denke, du hast schon mit Azure als Zweit-Backup sicherlich gespielt. Hast du auch schon mal was gestored von da? Ja. Weil da reden wir ja dann über 10 Megabit Restore, Full-Backup Restore wahrscheinlich. Du brauchst Zeit. Da wollte ich drauf hinaus. Also da hast du die gleiche Einschränkung wie hier. Der Vorteil ist, sowohl beim Backup nach Azure, es passiert nicht von deiner Quellmaschine, sondern es passiert eben aus deinem Datenstore. Du solltest die Fenster so lassen, dass er auch eine Chance hat, das zu sichern. Ich habe zu Hause gerade so eine 16 Mbit-Leitung. Viele Unternehmen haben 100 Mbit, also bei uns in der Region ist das aber schon das Maximum, weil eine Gigabit-Leitung ist damit verbunden, dass du mal eben die Telekom alles aufgraben lässt. Hast du 16 Megabit synchron? Nee, eine Rücksicherung ist wunderbar. Ja, ja. Die Sicherung nach draußen ist eine Katastrophe. Das ist halt ein Haken an asynchron. Man sollte auch bei Azure 1 bedenken, wenn man Backups dahin auslagert, das Backup, also der dahin auslagern, kostet eigentlich nur Pfennigbeträge. Das Problem ist, wenn man von dort ein Backup zurückholt, fällt Traffic-Kosten an. Genau. Die können nicht unerheblich werden. Das ist eigentlich das Wichtige beim Sichern nach oder von Azure. Die Kosten für den Backup-Speicherplatz, die sind vernachlässigbar. Das, was dort eben wirklich anfällt, sind, wie der Kollege sagt, sind die Kosten für den Traffic. Und wenn ich da mal so eben ein paar VMs, die auch ein bisschen Workload drin haben, wieder herstelle oder auch hinsichere, dann kommen... Hinsichern kostet gar nichts. Hinsichern kostet gar nichts, stimmt. Nur der Rücktraffic kostet mich dann ganz schnell mal ordentlich Geld. Das ist aber was generell für Azure gilt. Das ist richtig. Download kostet nichts, genau. Und Download kostet... Bei den meisten anderen Workloads in Azure habe ich das Problem aber nicht, weil ich tatsächlich nur die Nutzdaten nicht aktiv brauche. Also eine Ausnahme, es gibt, wie nennt sich das, Routing Express, da bietet Azure an, dass man einen eigenen MPLS-Connect bekommt. Ja, der kostet von vornherein schon ordentlich. Ja, FKG-Platz kostet Geld. Genau. Ist richtig. Also da ist der Traffic dann schon inklusive, allerdings ist die initiale Rechnung pro Monat auch entsprechend höher. Man kann es auch, wenn man groß genug ist, kann man mit Microsoft auch den Upload vereinbaren. Gesondert. Ja. Aber auch das ist mit Einwurf von Dollars oder Euros verbunden. Genau. Also ist eine richtige und wichtige Anmerkung, wenn man nach Azure sichert. Es fallen bei der Rücksicherung definitiv Kosten an. Und man muss auch im Hinterkopf behalten, dass man für den Speicherplatz, wenn man jetzt wirklich viel nach Azure auslagert, irgendwann auch mal ein paar Cent im Monat bezahlt. Hast du noch was dazu? Zu Azure? Ja. Ich habe später noch ein paar Folien bei What's New zu Azure. Weil das bei der... Für die meisten Anwendungsfälle ist Azure jetzt auch erstmal hinten angestellt, weil gerade in Deutschland da auch eine gewisse Vorsicht noch herrscht, die im Fall von dem Backup in meinen Augen grundsätzlich erstmal nicht begründet ist. Also Vorsicht ist immer begründet, aber in dem Fall ist Angst absolut unbegründet. Aber da komme ich nochmal... Das Ziel ist ja zum Beispiel, das Auslagern von Tapes abzulösen. Das ist ja genau. Mit einem erheblichen Aufwand verbunden, die runterzubringen und zu lagern. Genau. Aber was man. Ne, grundsätzlich, aber wir können auch an der Stelle kurz. Grundsätzlich muss man beim
Auslagern von Diensten, egal welcher Art, nach Azure immer bedenken, das Gleiche, was wir eben schon hatten, was für eine Bandbreite habe ich? Kann ich die Dienste performant genug nutzen? Kann ich da an meine Daten, die ich nach Azure ausgelagert habe, performant genug rankommen? Also wie gesagt, von unserem Standort in Goslar geht es noch. Es gibt aber auch den einen oder anderen Außenstandort, den wir haben, bei dem es, ich sag mal, nicht mehr unbedingt sinnführend wäre. Kann ich die Backup-Files irgendwie verschlüsseln? Das ist genau der Punkt bei Azure. Ich verschlüssel nicht die Backup-Files. Ich lege einen sogenannten Backup-Tresor oder Sicherungstresor in Azure an. Und das Ding heißt mit Absicht Tresor. Also es ist eine asynchrone Verschlüsselung und der private Schlüssel liegt ausschließlich bei dir in deinen Händen. Der liegt nicht bei Azure, den hat Microsoft nicht. Und nach allen Aussagen, die ich kenne, hat den auch die NSA nicht, um das mal an den deutschen Kunden vielleicht klar zu machen. Es gibt durchaus Dienste, die man in Azure nutzen kann, ohne gleich Angst haben zu müssen um seine Daten. Und Azure Backup gehört definitiv in meinen Augen dazu. Gut, ja, what's new, was ist neu? Weil das ist jetzt das geht seit, mal abgesehen von Linux, seit 2012 so weitestgehend, manche in gewissem Maße auch schon vorher, aber seit 2012 eigentlich sehr komfortabel und hat sich auch nicht wirklich geändert seitdem. Es gibt ein paar neue Features und an der Stelle möchte ich dazu sagen, die Folien habe ich jetzt nicht mehr alle komplett selber gebaut, sondern auf der von Benedikt vorhin schon erwähnten Tech at Europe 2014, letztes Jahr in Barcelona, ja, gab es zwei interessante Vorträge zum Thema DPM. Der eine ist sehr CPS-lastig gewesen und hat am Rande DPM mit erwähnt und der andere Vortrag ist speziell auf Sicherung zum Thema Cloud angelegt gewesen. Wir können, hat man eben schon erwähnt, Daten nach Azure auslagern. Wir können aber nicht alle Sicherungsdaten nach Azure auslagern. Momentan sind das vier Sicherungstypen oder Sicherungsquellentypen. Das sind SQL-Server, Hyper-V-Server bzw. Hyper-V-VMs, darunter auch Linux-VMs und Windows-Server-Backups. In Zukunft, das steht hier auch nochmal bei den nächsten Update-Rollups sollen auch die Backups von Exchange, von SharePoint, von Dynamics und auch Client-Backups auslagerbar sein. Und auch in der Zukunft soll auch eine abgekürzte Auslagerung von Außenstellen nach Azure möglich sein. Dort können wir relativ günstig, was Carsten ja eben auch gesagt hat, ich spare mir dieses Auslagern von Bändern und ich kann dort eigentlich relativ lange Zyklen erreichen. Wenn ich täglich sichere, kann ich 120 Sicherungspunkte in Azure anlegen. Das sind ungefähr 4 Monate. Wenn ich jetzt nur noch auf wöchentliche Sicherung gehe, habe ich über 2 Jahre und bei einer monatlichen Sicherung, ich glaube, knapp über 9 Jahre, fast 10 Jahre, habe ich, denke ich mal, einen relativ guten Puffer, der in der Praxis auf Tape in der Regel nicht verwendet wird. Und der Storage an der Stelle ist nicht meine Kostenfalle. Wenn ich jetzt die Daten von vor 10 Jahren und alle Punkte dazwischen wiederherstellen möchte. Microsoft garantiert auch dann, dass die Daten nach 9 Jahren noch da sind? Microsoft garantiert, dass diese Daten, dass jedes Datum, was du in Azure ablegst, an 3 verschiedenen Stellen abgelegt wird. Je nachdem, ob du lokal redundant hast oder georedundant hast. Das heißt, entweder wenn du Das kann man einstellen. Ob es gut ist. Also die garantieren nicht. Die garantieren nicht, das ist richtig. Aber grundsätzlich wird erstmal jedes Datum redundant abgelegt. Das heißt, selbst wenn den in Dublin da an genau diesem Rack was dazwischen kommt, dann haben sie es an einem anderen Punkt immer noch. Aber es ist. Es gibt dazu ein paar wirklich große Einschränkungen, die man einfach wissen sollte. Ja. Man kann einstellen bei diesem Azure Backup, dass man die Daten nur zum Beispiel in Europa haben möchte. Ja. So, das würde jetzt heißen, dass die Daten in Amsterdam und in Dublin liegen. Ja, das richtig. Kann man durchaus einstellen. Man darf dabei aber eine Sache niemals vergessen. Dieses beschränkt meinen Support, weil ich bin damit auf European Standard Time 7 bis 19 Uhr beschränkt.
rufe ich danach an, werde ich nach Amerika gemeldet und Amerika sagt, haben wir keinen Zugriff drauf, viel Spaß. Ja, aber der kann dir doch sowieso nicht helfen bei einem verschlüsselten Passwort. Ja, aber wenn irgendwas jetzt wäre, also jetzt generell, das ist eine generelle Sache für Azure, wenn ich sage, ich habe meine Daten nur in Europa liegen, muss halt das klar sein, dass man keinen 7x24 Support von Microsoft mehr bekommt. Das ist damit dann ausgeschlossen. Genau. Mir ging es natürlich mehr um den langen Zeitraum. Momentan gibt es Azure noch nicht 9 Jahre. Ich gehe aber davon aus, dass es das noch 9 Jahre gibt. Und solange du auch die nächsten 9 Jahre noch brav bezahlst, Carsten? Mal habe ich nachgefragt letzte Woche, die 9 Jahre, weil in Deutschland gibt es ja sowas mit 10 Jahren. Ja. Ist das ja naheliegend, dass man gewisse Daten 10 Jahre vorhalten muss. Und die haben mir gesagt, vergesst die Daten, wir reden demnächst über 35 Jahre. Ja. Was von Azure natürlich noch zu beweisen wäre, dass es in 35 Jahren noch Azure gibt, wenn ich auf Backups rankomme, wo man aber eventuell von ausgeht. Wobei wir da auch, das ist ganz wichtig, wenn man überhaupt sich über Backup Gedanken macht, unterscheiden müssen zwischen Datensicherung und Datenarchivierung aus verschiedensten Richtliniengründen. Das sind eigentlich 2 Themen, die man unterschiedlich behandeln sollte. Eine Revisionssicherheit kann dir ein DPM nicht garantieren. Dafür ist er nicht da. Aber das ist auch nicht das, worum es mir bei einer Disaster Recovery geht, sondern ich möchte die Daten schnell wiederherstellen können in dem Zustand, in dem sie waren. Und nicht für Audits, für Revisionszwecke beweisen, ich habe auch noch das Datum von vor 10 Jahren. Nur als grundsätzliche Anmerkung dazu. Ja, zum Backup von VMs. Benedikt hatte vorhin noch eine Kleinigkeit erwähnt, was jetzt ein neues Feature ist, seit UR4 möglich ist, also seit dem aktuellsten Rollup. Wir haben die Möglichkeit, DPM Storage dedupliziert zu verwenden. Also vorne die Daten, die ich reinbekomme, sind nicht dedupliziert und ich kann sie dedupliziert wegspeichern. Wobei die Arbeit macht an der Stelle nicht der DPM, sondern der macht der File-Server dahinter, der Scale-Out-File-Server, der dahinter liegt. Oder klassisch, das war auch schon länger möglich, das SAN, was die Deduplizierung beherrscht. Das, was eben neu dazu gekommen ist, ist die Möglichkeit, VADs anstatt oder VADXen anstatt Loons direkt an den DPM-Server zu präsentieren. Und diese auf einem deduplizierten Scale-Out-File-Server abzulegen oder im Storage-Space, der dedupliziert. Da muss aber bei der Deduplizierung völlig aufpassen. Also Deduplizierung einschalten hört sich nach einer tollen Sache an. Gerade Volumes, die relativ häufig sich verändern oder sehr hohe Änderungsraten aufweisen, kann Deduplizierung fürchterlich in die Hose gehen. Das ist aber nicht der Fall bei Datensicherung. Ich schreibe nur rein, ich ändere Daten nicht. Nicht in dem Maße. Das ist richtig. Also ich sollte drüber nachdenken und momentan wird es mit den aktuellen Betriebssystemversionen zum Beispiel auch nicht, außer für VDI, für Hyper-V-VMs unterstützt. Du kannst also keine VM von vornherein deduplizieren. Das mache ich auf meinem Surface oder sowas, weil das ist meine Testumgebung, aber das würde ich niemals in einer produktiven Umgebung machen. Wir hatten machen. Zum Beispiel jetzt mal als Beispiel gesagt, wir haben eine sehr große Datensicherung von einer großen SQL-Datenbank, die war mehrere Terabyte groß gehabt. Und die sollte auf ein deduziertes Volume geschrieben werden. Und das deduzierte Volume stand auf prozentual zur Änderung des Volumes, fang an mit der Deduplizierung. Das heißt, wenn sich 5% des Volumes geändert haben, hat er einen neuen Deduplizierungsprozess angestoßen. Und dies hat das Volume geschossen. Wie gesagt, Daten, die im Dauerzugriff liegen, seien das VMs, seien das SQL-Datenbanken, sind immer eine Herausforderung bei der Deduplizierung. Ein Backup reinschreiben, mehr war es nicht. Das hat das ja, aber wenn du es konntest. Ja. Okay. Da muss man sicherlich auch auf das Storage-System aufpassen. Ja. Genau. Wenn du virtualisierst, ist es oft so, dass die Deduplizierung ausgeschaltet wird, weil sie sehr einen großen Performance-Impact hat, den wir bei Virtualisierung nicht haben. Genau. Datensicherung, da muss es abwägen wegen der Platzersparnis. Genau. Also ich habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht, noch nicht mit der Variante, wie gesagt, die ist jetzt seit 3 Monaten auf dem Markt. Oder supported, möglich war es vorher auch schon, aber seit 3 Monaten mit UR4 ist sie supported. Ich habe es noch nicht in der Produktion getestet.
Das ist, wie gesagt, ein Ausblick. Was ist jetzt neu? Was geht jetzt? Oder wie geht in der nahen Zukunft? Das ist eine Option, die geht jetzt. Aber es ist richtig. Ich weiß, die Anzahl an Installationen, die das tatsächlich schon nutzen, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Das sind so Schränke, da steht CPS drauf. Zum Beispiel. Daher kommt das Thema. Ja. Man da in einen Space mit Parity sichert oder mit, ja, Parity und da die Dedupizierung am nächsten. Ich würde mich bei der Anlage dieses Storage Spaces da drunter mit Sicherheit auch mit einem Kollegen wie Carsten oder Leuten, die ähnlich viel Erfahrung mit dem Erstellen von Storage Spaces in einer Hyper-V-Umgebung haben und was da alles zu beachten ist, weil ich halte Storage Spaces zwar für eine gute Idee, aber momentan noch nicht für jeden Admin, Consultant oder sowas einfach zu administrieren und zu erstellen. Du hast vollkommen recht. Bitte, nochmal. Du brauchst nicht so anzugucken, du hast vollkommen recht. Ja. Storage Spaces ist sehr, sehr vielversprechend, aber man muss da wissen, was man tut. Genau. Also man sollte es nicht gleich als erstes in einer produktiven Umgebung. Ja. Dem Kollegen würde ich auch sagen, dass ein SQL-Server vielleicht ein ganz, ganz schlechtes Target für die Duplizierung ist. Ja, nee. Egal, ob für die Ursprungsdaten oder, ja, das Backup. Es ging einfach darum, eine große Datenmenge auf ein Deduplizierungsvolumen zu schreiben, das auf prozentuale Änderungen reagiert, kann ziemlich nach hinten losgehen. Ja. Wenn ich das bei einem File-Server mache, wo Millionen von Word-Dokumenten liegen, wo 90% gleich sind, weil die immer die gleichen Layouts haben. Die Monatsberichte. Dann kann das bestimmt funktionieren. Genau. Aber bei einem SQL-Server ist es so. Nein, das Problem ist nicht, dass nachher die Daten da sind. Das Problem ist das, dass er sagt, ich spiele meinetwegen 1 Terabyte auf ein Volume drauf, das 10 Terabyte hat und eine Deduplizierung anhat, die bei 5% der Volumeänderung anfängt, den Job zu starten. Das heißt, er fängt bei 500 MB Copy-Job fängt er den ersten Deduplizierungsprozess an. Dann läuft hinten dran parallel die nächsten 500 MB drauf. Genau. Und den zweiten. Aber genau zu dem Punkt kommen wir hier jetzt auch ganz kurz. Gut, dann ist auch noch doof. Es gibt ein paar Sachen, die du beachten musst, wenn du es verwenden möchtest. Wie gesagt, die Grundlage ist erstmal, wir brauchen einen DPM-Server mit mindestens UR3. Wir brauchen unten drunter als Storage ein SMB-Share, also will heißen Storage Spaces oder beziehungsweise Scale-Out-File-Server, mit Windows Server 2012 R2 mindestens dem November-Update, also keine älteren Varianten. Die VADs, die ich für den Storage-Pool verwende, sind kleiner gleich 1 Terabyte. Das heißt, ich muss, wenn ich 160 Terabyte auch ausnutzen möchte, dedupliziert, muss ich 160 ungefähr von diesen Dingern dranhängen. Oder mehr. Das Zeitfenster, und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir drauf. Ich will mal kurz bei dir nachfragen. Also 160, du kannst keine 160 VADs einer virtuellen Maschine zuordnen. Richtig. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Doch. 256. 256? Das recht, doch, es geht. Also, das wäre, wenn ich jetzt, wenn ich den voll ausnutzen möchte. Kannst, genau, du jetzt ja. Fürs Protokoll, Carsten verwirrt mich. Das Wichtige ist aber, das ist genau der Punkt, den du auch gerade hattest. Wenn ich das Zeitfenster für die Deduplizierung und das Zeitfenster fürs Backup, wenn die sich überlappen, könntest du und wirst du in ernste Schwierigkeiten geraten. Das heißt, du solltest darauf achten, dass erstens deine Schreibraten hoch genug sind, dass du in maximal 12 Stunden die Daten abgelegt kriegst und die anderen 12 Stunden fürs Deduplizieren überhast. Oder je nachdem, wie lange deine Deduplizierung braucht, dass du in dem Zeitfenster, in dem die Deduplizierung stattfindet, auf keinen Fall neue Daten in dein Backup reinschreibst. Weil die Effekte hast du gerade ausführlich beschrieben. Das Zweifelpaper, was du dort verlegt hast, beschreibt genau das, aber relativ gut. Genau. Das ist das White Paper, was du ja vorhin auch schon angedeutet hattest. Genau darum geht es. Es ist erfrischend kurz. Man kann es auch mal nebenbei lesen. Also manche White Paper von einigen Kollegen haben dreistellige Seitenanzahlen. Das ist, was waren das, knapp über 20, ne? Wenn ich so. 26, man versteht es und genau. Backup studiert haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ja. Also jeder von uns sollte da eigentlich mit zurechtkommen. Ja, wie gesagt, wir können weitere VADs später hinzufügen, aber das ist nichts Neues. Wir konnten auch vorher dem Storage Pool weitere Loons oder VADs präsentieren. Und wir können das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, wir können die VADs auch über verschiedene Shares verteilen. Das ist etwas, was wir mit dem Scale-Out-File-Server auch bisher schon machen konnten. Ja, ein anderes Thema, was Neues
Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Nein, wir können keine VMware-VMs sichern. Wir wollen auch gar keine VMware-VMs sichern, weil wir möchten gar kein VMware unten drunter haben. Aber unabhängig davon, wir können keine VMware-VMs sichern, aber wir können die Workloads darauf sichern. Auch das ist wieder ein Punkt, das können wir schon lange, weil das sind einfach nur Maschinen, in die wir einen Agenten installieren. Der Unterschied ist, jetzt wird es auch supported. Wir dürfen es jetzt auch tun und kriegen Hilfe. Also vorher konnten wir es tun, aber dann hat Microsoft gesagt, das ist schön für dich. Also ich finde, das ist ein nettes Feature. Wir sind zwar heute nicht bei der VMware User Group, aber es ist trotzdem durchaus sinnvoll, weil gerade, ich denke mal, viele hier werden, mal abgesehen von uns, keine reinen Hyper-V-Umgebungen betreiben. Carsten mit Sicherheit, Benedikt, ja Udo, du sowieso. Aber die wenigsten werden reine VMware-Umgebung, reine Hyper-V-Umgebung haben, sondern hier und da nochmal so einen alten Rest VMware-Host, den man noch nicht losgekriegt hat. Ja, also ich rede hier auch nur vom Support durch Microsoft. Was VMware dazu sagt, ESX unten drunter unterstützt kein VSS, sonst hätte Microsoft auch kein Problem daran anzuflanschen. Aber wir setzen bei DPM grundsätzlich auf VSS. Also sonst wäre das nicht das Thema. Aber VMware tut sich auch grundsätzlich etwas schwer, überhaupt Protokolle offen zu legen, um direkt unten an ESX ranzukommen. Wir können, das ist auch ein nettes neues Feature, wir können Workloads in Azure sichern. Und zwar mit einem DPM-Server, der direkt in Azure steht. Sichern wir einen SQL-Server in Azure, einen Web-Server in Azure, noch einen SQL-Server oder was auch immer. Was noch nicht geht, was aber wahrscheinlich in... Wahrscheinlich für vNext kommen wird, ist auch die Sicherung von VMs in Azure. Ich dachte, jetzt die Rücksicherung dauert. Was ich im Moment gebraucht habe, dieser DPM, ist eine virtuelle Maschine, die du selber hostest, die bei dir auch Geld kostet, oder? Ja. Ja, weil DPM in Azure, das könnte ja... Nein, es ist kein Dienst wie jetzt SQL in Azure oder Webserver in Azure. Nein, es ist eine... es ist eine VM, die du dort hinstellst, darauf installierst du DPM. Das war bisher auch nicht supported. Also das konntest du auch vorher schon machen, aber jetzt darfst du es auch nutzen. Und wenn du darum ein VNet hast, kannst du die angeschlossenen SQL-Server ohne weiteres sichern. Funktioniert auch gut. Also das habe ich in einem Lab auch schon mal ausprobiert. Der Weg wird aber ein anderer sein. Also ich rechne damit, dass genauso wie heute Web-Server und SQL-Server auf Plattformebene gesichert werden können, dass Microsoft auch Backup-VMs als Service anbieten. Ja. Wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist das zumindest die Ankündigung, und beziehungsweise das ist jetzt schon möglich. Und die Ankündigung ist eben für die Zukunft, dass auch VMs gesichert werden können. Wenn ich einen DPM virtuell habe, gibt es irgendwelche Nachteile gegenüber physikalischen DPM? Weil damals haben wir uns irgendwie dagegen entschieden, das virtuell zu machen, weil das irgendwie mit Storage Spaces... Es ist immer noch so, man darf so ein DPM Volume nicht auf Storage Spaces nehmen. Das haben wir hier gerade gehabt. Also wenn ich da sogar deduplizierte Volumes liegen haben darf. Da hatte man, ist richtig, seit 2012 SP1 UR, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wird die Virtualisierung in Hyper-V unterstützt. Also du kannst einen virtuellen DPM-Server benutzen. Es gibt einige technische Einschränkungen, die liegen aber an anderer Stelle. Du hast keinen SAS-Port zum Beispiel, wenn du direkte Platten dranhängen möchtest. Du musst also zwingend den Umweg, wenn du es so nennen möchtest, über Storage Spaces oder ähnliches gehen. Du hast, wenn du, was ja recht weit verbreitet ist, eine Tape Library mit Fiber Channel hast, hast du eine sehr, sehr eingeschränkte Palette an Tape Libraries, die du verwenden kannst, die von... Auch wenn du virtuelles Fiber-Channel inzwischen ja als Möglichkeit hast, die du aber verwenden darfst, die supported sind. Ansonsten grundsätzlich die reine Virtualisierung von DPM ist unterstützt, funktioniert. Ich würde es aber immer abwägen. Ich würde den DPM-Server zum Beispiel nicht in dem Cluster, das ich sichere, als virtuelle Maschine betreiben. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass es machbar und möglich ist. Manchmal, an der Stelle ist es mehr die Sinnfrage. Möchte ich meine Sicherungseinheit dort betreiben, wo ich eigentlich sichern möchte.
Also in der Regel gehe ich da so vor und lagere die aus auf dem Blech oder in einen getrennten Cluster. Wenn ich mehrere Cluster zur Verfügung habe, kann ich die wieder kreuzweise sichern lassen. Dann spricht nichts gegen vollständige Virtualisierung der DPM-Umgebung. Und wenn ich Backup to Tape nicht mal mehr optional benutze, dann habe ich an der Stelle auch keine Einschränkung mehr. Es gab damals irgendwie die Grenzung, dass dieses Backup-Volume nicht auf Storage wechselt. Ja, das gab es. Aber wenn du jetzt. Deshalb haben wir uns da auch dagegen entschieden, ja. Und jetzt ärgere ich mich zu Tode, dass wir das getan haben. Es ist aber, wie gesagt. Ich habe gelesen, wie jetzt mit DBM dedupliziert und wenn ich mir überlege, was das so bedeuten würde bei so VM. Ja. Workload, da denke ich, da können schon. Dann stellst du doch um. Ja, aber dann müssen wir nochmal eine Software installieren. Ist doch gleich ein Problem für euch. Ja, vor 100 ja, ist auch schon. Ihr habt doch erfahren. 30.000 Euro dafür in die Hand nehmen. So, dann ein Feature, was den meisten DPM-Administratoren bekannt ist, ist das Reporting. Wer kennt ein besseres Reporting als das von DPM? Oh, dann bin ich jetzt enttäuscht. Wir müssen erst mal fragen, wer kennt das Reporting von DPM? Okay, ja genau, wer kennt das Reporting von DPM? Und wer kennt ein besseres, wer kann sich ein besseres Reporting vorstellen als das, was DPM liefert? Vorstellen, ja klar. Vorstellen, ja. Was mich in der letzten, also wenn man mir das vor 10 Jahren erzählt hätte, was mich in der letzten Zeit immer wieder erstaunt, und zwar positiv, ist Microsoft hört zu. Hätte mir jemand vor 10 Jahren erzählt, Microsoft hört den Kunden zu, hätte ich gesagt, ja sicher. Aber sie hören zu und sie tun das, was man ihnen sagt, in vielen Fällen, wenn es sinnvoll ist. Und das Reporting von DPM ist, ja, nicht weiter erwähnenswert. Es gibt da was. Nein, es gibt noch nichts, aber es gibt irgendwie Next etwas. Ein Dashboard. Sven, das dürfte dir bekannt vorkommen, von der Optik. Sowas, wer kann sich vorstellen, dass das ein tatsächlicher DPM-Report ist? Steht drauf. Bitte? Scrum-Reports rausgezogen. Genau. Es werden in Zukunft von DPM eigene Views im Scrum-Data-Warehouse angelegt. Das ist, ich fand dieses Architekturdiagramm so schön, dass ich es reingenommen habe. Die typische Mittelstandsinstallation zum Sicherheit. Ja, natürlich. Die läuft auch dein Notebook, oder? Ja. Hast du? Das ist ja auch ein Data Center in der Box. Genau. Ja, auf deinem Notebook würde es laufen, aber auf den meisten anderen in den meisten anderen Rechenzentren hätte man Schwierigkeiten. Danke, Bernhard. Relativ klein gezeichnet. Ja, ist das schon alles? Erklär's mal. Der interessante Teil ist eigentlich nur das hier unten. Der wirklich interessante Teil, das hier ist alles, was ich brauche. Und das bekomme ich. Das ist das, was Microsoft jetzt schon garantiert, in mehr oder weniger, was in Zukunft da sein wird. Es werden eigene Views im Scrum Data Warehouse angelegt, über die ich mit Scrum-Methoden, also sehr einfach, wie ich finde, reporten kann. Also im Verhältnis zu dem, was ich bisher mit DPM machen konnte an Reports. Aber es ist richtig, ich brauche Scrum und ich brauche ein Scrum Data Warehouse. Ja, genau. Und ein bisschen SQL dahinter. Ich brauche natürlich, das Scrum Data Warehouse setzt auf SQL. Könnte man das nicht auch mit Excel machen? Jetzt trifft es doch. Bitte bedenken, man braucht zwei Instanzen von SQL. Ja. Das ist übrigens aufgezeichnet. Ne? Ja, ja, ich weiß. Also das ist. Ich habe da noch nichts Offizielles gehört, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass DPM-Reporting in Azure Operational Insights einfließen wird. Ja. Neues Intelligence Pack. Ich denke mal, in die Richtung wird es auch auf jeden Fall erweiterte Optionen geben. Da das von Microsoft ja auch sehr stark momentan gepusht wird und aufgebaut wird. Ja, es gibt Reporting, ich meine, über. Wo das aus der Datenbank ausgelesen wird von Scrum. Die Daten ja. Irgendwie verschönert werden. Aber da muss man ein paar Handgriffe machen. Grundsätzlich werden jetzt schon Daten von Scrum ausgelesen, ist richtig. Aber es werden keine extra Views erstellt, du kannst nicht so ohne Scrum. Also ja, es gibt, ich überlege gerade von welchem Kollegen der Blog. Ja, es gibt ein sehr schönes Skript bzw. eine Vorlage, mit der kann man schon mal ein grundlegendes ja. Die Hälfte von dem, was ich hier sehe, fehlt allerdings trotzdem. Ja. Emo, komm.
Ich meine, ich hätte ihn aber im Hintergrund auch gesehen auf deinem... Ja, nun gib mal einfach, drück mal die Windows-Taste. Hatte ich nicht, da ist er doch. Ach, da ist er. Ich muss dich mal kurz ausloggen, ne? Log mal aus. Okay, wir sind weg, wir telefonieren, okay? Ja, passt. Müssen wir los, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ach ja, da war ja noch was. MFA ist immer ein nutzenswertes Feature. Soll ich dir dein Key mal durch die Gegend rufen? Nur nach TeamViewer kann man das verwenden. TeamViewer kann inzwischen auch MFA, ja. Nein. Du musst deinem Account einen Haken, weil ich mit Sicherheit nicht rausnehme. Du musst rausnehmen. Das ist ein Problem. Ich hab gerade gleich ganz kurz. Wenn du so formulieren möchtest, dann kannst du das nicht streichen. Ich hatte mein Gesetz zu warm geduscht. Das ist unglaublich. So. DPM hatten ja einige von euch schon gesehen. Grundsätzlich erstmal für alle, die es noch nicht gesehen hatten, werde ich die Verbindung nochmal neu herstellen. Ist ja momentan nicht relevant, weil es läuft alles nicht auf meinem Kopf. Das heißt, ich habe momentan die Tür besser, weil die mit dem Haus sein und nicht auf der Tür. Ich habe die Achso, das ist auch schon eine Bücher gewesen. Ich lese gerne, falls noch irgendwelche Fragen offen sind. Die findest du nicht im Silmarillion. So, grundsätzlich ist DPM, wie so viele Tools, der ja, Arbeitsbereichstruktur der letzten Jahre angepasst worden. Die Optik ist nicht ganz so frisch, aber wir reden hier auch von einem Sicherungstool, das soll funktionieren und nicht fancy und hübsch sein. Anmerkung? Wir haben grundsätzlich 5 Arbeitsbereiche. Wir haben den Bereich Überwachung, Monitoring. Wir haben den Bereich Protection. Den habt ihr eben schon mal kurz gesehen, ausschnittsweise. Wir haben den Bereich Recovery. Den unsäglichen Reporting-Bereich. Ja, das dauert bis Reporting, als habe ich das geladen. Ja. Also an der Stelle wird im Hintergrund einfach die Seite aus SQL RS geladen. Und wir haben den Management-Bereich. Das ist der Bereich, wo man auch üblicherweise starten würde. Damit wir irgendwas sichern können, brauchen wir, wie bei jedem anderen Sicherungsprodukt, Agenten, die wir verteilen, oder bei den meisten anderen Sicherungsprodukten. Wir möchten irgendwo hin sichern. Wir brauchen also auch Festplatten oder Storage-Pool-Disks. Wir möchten natürlich nach Azure sichern, das heißt, wir müssen auch unseren Azure in irgendeiner Form anbinden. Ist das Default Messenger? Nein. Nein. Du musst dir die Azure Backup Vault Credentials aus Azure erstmal runterladen. Du musst dir den DPM und Windows Server Client Agent runterladen oder so ähnlich heißt der von Azure, also ein kleines Add-on und erst danach, also du hast zwar hier dann den Bereich online, aber erst danach hast du da auch eine Funktion hinter. Ne, diese Zertifikatserstellung ist eben diese Credentials, also inzwischen erstellst du kein Zertifikat mehr, sondern du erstellst sogenannte Credentials, die du dann eingibst. Das ist jetzt... Ja, das ist jetzt seit drei Monaten hat sich das geändert, ungefähr. DPM ist das Gleiche.
Ich habe den gerade erst vor ein paar Wochen neu aufgesetzt, aber ist mir das aufgefallen. Und das erste Mal ist mir aufgefallen, als wir zusammen im IT-Camp saßen. Mit den Credentials. Ich habe mal probiert mit einem Zertifikat von meiner CA, habe ich es nie hinbekommen. Dann habe ich blöderweise einfach mal gesagt, habe ich keinen Bock mehr, ich nehme ein Selbstzertifikat und auf einmal ging es. Wichtig ist einfach nur, dass du einen privaten Schlüssel hast. Und zwar auf deiner Seite. Dann hat mir das von meiner CA das nicht angenommen. Dann selbst sein Zertifikat probiert. An der Stelle reicht aber auch ein selbst sein Zertifikat, weil es von nirgendwo anders gegen validiert wird. Es hat also keinen Mehrwert, wenn du jetzt ein. Aber wie gesagt, auch das würdest du jetzt nicht mehr machen, sondern das funktioniert jetzt mit Azure Credentials, Backup Credentials. Und hätte ich jetzt hier noch eine VTL oder sowas hinter, würden wir hier noch unsere Laufwerke, unsere und die dazugehörigen Bänder sehen. Erstellen wir einfach mal eine neue Sicherungsgruppe. Dazu gehen wir auf Protection, New, kleine Empfehlung von meiner Seite. Ja, wir sind in Deutschland. Nein, wir installieren kein System Center Produkt oder Windows Server auf Deutsch, sondern Englisch. Wir sichern, wir haben die Möglichkeit zu sichern einen Server oder einen Client. Client ist tatsächlich ein Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 Client. Interessiert uns im Rechenzentrumsumfeld in der Regel nicht sonderlich. Und die Liste ist bei einer größeren Anzahl an Sicherungsagenten deutlich höher. Warte mal ganz kurz dazwischen schimpfen. Man sollte den DPM als Client-Management-Werkzeug nicht unterschätzen. Also ja. Kunden, die lieben das und pfeifen auf Serversicherung mit DPM, aber lieben das Client. Es ist grundsätzlich richtig, es ist ein sehr interessantes Feature auch, wie ich finde. Aber wenn wir hier uns jetzt mit Hyper-V-Sicherung beschäftigen, lassen wir das erstmal außen vor. Ja, also anschauen sollte man sich, wenn man den DPM im Einsatz hat und man auch die Client-Management-Lizenzen hat, in jedem Fall mal. Wie wir es eben schon gezeigt haben, wir suchen uns jetzt hier die VM aus, die wir sichern wollen. Nehmen wir doch mal mein Gateway. Wir sichern Short-Term nach Disk. Alternativ, deswegen gibt es hier eine Dropdown-Liste, würde es noch Tape geben. Und ja, in dem Fall möchte ich mal Online-Protection. Meine Frau wird nachher schimpfen, wenn sie kein Entertain mehr sehen kann. Sag jetzt nur, was die Telekom ist nicht. Wir legen fest, wie lange wir sichern möchten. Hatten wir ja eben schon mal gesagt. Und wie viele... Wann und wie viele Express Full Backups wir anlegen möchten. Mir reicht das einmal täglich. Wir bekommen dann die Informationen, das wird ungefähr 13,11, also wir haben 13,11 Gigabyte an Daten zu sichern, dafür würde er voraussichtlich 24,5 Gigabyte an Platz benötigen. Das hat er jetzt automatisch anhand von Formeln, die man übrigens im Technet nachlesen kann. Wenn es einen interessiert. Er rechnet ja, die stehen im Technet. Wenn man weiß, die Maschine ändert sich nicht und ich habe ja die Page-Files schon ausgeschlossen, dann kann ich hier auch beim Recovery Point Volume noch runtergehen, wobei ich 5 GB fürs Recovery Point Volume für knapp genug halte. Ich kann jetzt hier sagen, wenn ich jetzt mehrere VMs ausgewählt hätte, Collocate, das ist das, was wir vorhin erwähnt hatten, wir können also mehrere VMs in die gleiche Sicherungsgruppe hineingeben. Was ist nochmal der genaue Unterschied zwischen dem Recovery Point Volume und dem Recovery Point Volume? Wir haben einmal das Replica Volume. Ah, ja. Da wird im Prinzip das initiale Replikat angelegt, sowie die Metadaten für die Express Full Backups. Das Recovery Point Volume ist der Speicherplatz für die Deltas. Die werden dort abgelegt. Vereinfacht. Wenn du möchtest, kannst du die auch auf zwei komplett unterschiedliche Storage Pools manuell auslagern oder in zwei verschiedenen Bereichen ablegen. Dann müsstest du nur die Erzeugung dieser Volumes manuell vornehmen. Wir möchten eine Collocation, auch wenn das jetzt wenig Sinn macht, weil wir haben nur die eine VM. Wir sehen an der Stelle, er braucht spontan deutlich mehr Platz. Weil er jetzt davon ausgeht, da liegen zukünftig mehr VMs drin. Er legt also von vornherein wesentlich großzügiger
die beiden Laufwerke an. Das gibt mein Speicher momentan nicht her. Und wir möchten, das war die Frage vorhin, automatically grow the volume. Er wird versuchen, wie gesagt, er wird versuchen, dann, wenn die Daten an die Grenze kommen, das entsprechend aufzublasen. Und wir sehen hier unten nochmal, was wir momentan an Storage Pool dafür benötigen. Und ob wir dafür genug Platz haben. Ja, hätten wir für die 293, dann können wir es anlassen. Wann möchten wir das Replikat erzeugen? Jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt? Weil wir als Administratoren arbeiten auch gerne tagsüber, also wie gesagt nicht morgens um 8, aber vielleicht um 9 oder 10. Wenn wir dann das Replikat erzeugen übers Netzwerk und den VM-Server auch durchaus, den Hyper-V-Server zu der Zeit auch durchaus mit etwas Last oder etwas belasten, machen wir uns nicht unbedingt Freunde. Aber ich möchte jetzt nicht extra um 1 Uhr nachts reinkommen, nur um das Replikat zu erzeugen. Das heißt, ich kann von vornherein sagen, wir machen das nachher, später zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich bleibe jetzt mal bei jetzt. Und wir haben die Möglichkeit, manuell ein Replikat zu erzeugen. Ich gebe euch einen Tipp, das funktioniert mit Robocopy zum Beispiel. Also ich kopiere mir die ursprünglichen Daten einmal rüber. Ja, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Wann möchte ich einen Konsistenzcheck durchführen? Ja, standardmäßig sind es 480 Stunden und ich kann auch nicht mehr als 480 Stunden angeben, aber ich weiß nicht, ob ich 20 Tage lang im Zweifelsfall den Server auslasten möchte. Ich möchte lieber irgendwann eine Fehlermeldung bekommen, die mir sagt, kümmere dich. Ich kann nochmal die Datenquelle auswählen, die ich online sichern möchte, weil vielleicht habe ich gerade 5 Server ausgewählt oder 5 VMs ausgewählt, möchte davon aber nur eine einzige auch wirklich online noch wegschließen. Kann dort dann sagen, wie lange möchte ich die online sichern oder wie lange soll meine Sicherungsfrist sein? Sagen wir mal 5 Wochen. Synchronisiere wöchentlich und zwar nur Sonntag. Dann habe ich noch bis Sonntag Zeit, mir da was zu überlegen, wie ich meine Frau wieder beruhige. Wann möchte ich das durchführen? Das war's. Wir sind fertig mit der Anlage und auch gleich mit der Anlage einer langfristigen Sicherung in Azure. Er erzeugt einmal die Schutzgruppe, er allokiert die benötigten Volumes und er kommuniziert mit Azure und legt diese entsprechende Sicherungspolicy gemeinsam mit Azure fest. Success, 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 klingt gut. Wir sehen jetzt hier nicht gleich das OK, sondern wir sehen hier jetzt Replica Creation in Progress. Es dauert halt einen Moment, bis er mit der Übertragung fertig ist. Wir sehen auch hier nochmal jetzt beim Monitoring auf einmal doch eine Information. Ebenfalls Replica Creation in Progress. Die Wiederherstellung hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Ich suche mir meinen Domain-Controller oder meine CA aus. Jetzt hattest du vorhin die Frage mit der Item-Level-Recovery. Item-Level-Recovery sagt allen was? Sehr einhelliges Nicken. Irgendjemand, der damit nichts anfangen kann? Gut. Wenn wir das jetzt machen wollen, dann würden wir uns hier unten einfach durchklicken können. Wir können als erstes natürlich die einzelne VAD wiederherstellen. Danach, wenn wir in die VAD reingucken, ja, die ist nicht sonderlich spannend. Ich glaube, ich habe die D-Partition erwischt. Da steht ja sogar Data. Wir können den Ordner Custom Error von 18:01 wiederherstellen. In dem Fall bleibt mir nur noch die Option, diese wieder in einen Netzwerkordner zurückzusichern. Warum das so ist, hatten wir vorhin kurz diskutiert. Ich gebe ihm jetzt einen Pfad mit,
und ein Ziel und könnte die dann an der Stelle wieder herstellen. Fragen zu Sicherung, Wiederherstellung? Möchtet ihr noch was Bestimmtes im DPM sehen? Ja. Ich habe ganz, also ich vorhin schon mal gesagt, hab, dass ich vieles zusammen mit Orchestrator mache. Ich kriege diese scheiß Activities im Orchestrator nicht an meinen DPM-Server gebunden. PowerShell funktioniert, Windows Remoting funktioniert, alles wunderbar, arbeite ich toll mit, aber die Activities gehen nicht. Was ich gemacht habe, der Account, der die Activity, also der das Runbook steuert, ist in der lokalen Administratorgruppe der DPM. Er ist DB-Owner auf der Datenbank und er ist in der lokalen Administratorgruppe des SQL-Servers drin. Das ist schon zu viel. Ja, gut. Klar, bloß ich krieg's immer noch nicht auf die Laufen. Also ich habe mir die Aktivitäten irgendwann mir mal angeschaut und aussortiert, weil ich die Herausforderung hatte, einen Cluster zu steuern. Also mehrere DPM-Server, die auf mehrere Cluster, mehrere Hyper-V-Cluster zugreifen. Und das ist mit den Aktivitäten schon nicht mehr möglich, weil ich für jede Variante dann ein eigenes Runbook anlegen müsste. Ich schreibe mittlerweile meine eigenen Aktivitäten. In PowerShell. Also, nee, ich mache mittlerweile C-Sharp, das geht schneller. Ja, oder so. Aber da ist einfach der Punkt, die reichen nicht aus. Ich persönlich würde dort an einfach run.net-Activity mit einem PowerShell-Skript verwenden. Und nicht die nativen Aktivitäten, weil die sehr eingeschränkt sind. Die sind halt qualitativ sehr unterschiedlich von dem, was sie können im Orchestrator. Dann bin ich dabei. Das mache ich auch. Also, das habe ich mal versucht und bei einem Kunden und sehr schnell aussortiert. Und lieber der Kunde hat dann gesagt, investiere lieber einen Tag ins Erstellen von PowerShell-Skripten und mach's damit, anstatt 5 Tage noch damit zu experimentieren. Es hätte auch nach 5 Tagen keine Lösung gegeben. Nein. Ich habe länger schon dran gesessen. Den DPM kann ich auch als virtuelle Maschine aufsetzen? Ja. Weitere Fragen? Sonst wäre ich von meiner Seite an der Stelle durch.